Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Whiteness. Wir sind immer hier im Rätselknobeln. Letztes Mal das Tor noch geöffnet und ja, jetzt ist die Frage einfach, wollen wir... Ich war es gerade geöffnet, genau. Das jetzt kennen wir noch gar nicht. Gut. Was bedeutet das wohl? Also ich kann man nicht viel falsch machen eigentlich. Genau. Und jetzt denke ich mal so. Das war nicht der Fall. Dann so. Okay, die Formen müssen wieder mal vorhanden sein. Mal so. Nicht? Wieso geht die nicht? Ah, ich depp. So natürlich. Moment. Mal gut überlegen. Hier kann ich nicht durch. Also, wir müssen es anders machen. Da ist die Form anders gedacht. Kann ich die vielleicht auch drehen? Wenn ich die unten durchdrehe. Dann so drehe. War die Überlegung so und so abgedreht. Okay, geht nicht. Also das heißt, dann muss ich... So kann ich ja nicht, weil die würde... dann ja unterbrechen, die Figur. Also muss ich die eigentlich schon... so nehmen. Okay. Dann haben wir nochmal... Hier kann ich nicht... weil unterbrochen wird. Wie mache ich denn das am besten jetzt? Schon ein bisschen schwieriger, muss ich zugeben. Ich denke, man muss die einfach anders hinlegen. Vermute ich jetzt mal. Theoretisch könnte ich das Ganze auch so malen. Ach nee, geht nicht. Hm. 4, 4. Man könnte aber das auch so. Genau. Man könnte nämlich die Figur so drehen. So. Das hier so. Diese umgekehrt so. Also spielt in dem Fall gar keine Rolle, wie man die Figur hinlegt. Sie muss auch irgendwie reinpassen. Ja. Ja, hallo? Ja, ich weiß. Also, müssen wir dieses Dreieck da reinkriegen. Also hier haben wir keine Chance dafür. Da wird es unterbrochen. Okay, dann würde ich sagen. Wir machen das andersrum. Wie könnte man hier rein? Also hier. So rum. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Okay. Dann gibt es die Möglichkeit. Wir würden so rumkommen. Da geht es auch nicht. Okay, gut. Wenn man das jetzt so macht. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn man die Figur. Wie kann ich das malen? Ich kann sie so rübergehen. Jetzt überlege ich, wie ich das Beste hinkriege. Die Figur muss drin bleiben. So wird es nämlich auch gehen. Aber da komme ich nicht mehr vorbei. Ach, Moment mal. Das ist es ja. So. Ne, da komme ich nicht mehr hoch. Verdammt, geht nicht. Wo können die Figur Platz haben? Nicht dazu noch zurückkommen wieder. Wenn ich so mache, komme ich nicht mehr zurück. Wenn ich das einfach so mache, manchmal. Einfach so. Ah, da kann ich die Figur nicht mehr abschließen, das ist das Problem. Deswegen, wie ich die Figur reinkriege und trotzdem noch abschließen kann. Ich muss da wirklich für regelrecht eigentlich einbauen können. Was ich denke, ich gehe mal so. Da komme ich immer hoch. Also dahin, da hoch muss ich hier kommen am Ende. Ja, ich sehe es, glaube ich.
Hier komme ich nicht mehr hoch, verdammt. Also hier nach oben geht's nicht. Warte, überleg mal. Hier nach oben kann es nicht gehen, da komme ich vorbei. Die Figur muss auch immer drin bleiben. Dann haben wir eigentlich nur diese Möglichkeit noch. Aber da kann ich ja nicht abschließen. Die wird die offen bleiben, wenn ich die so nehme. Nach unten. Wenn ich das nach unten nehme, komme ich da nicht weg. Das heißt, kann ich auch nicht machen. Okay. Wenn ich das hier so nehme, komme ich da nicht vorbei. Sei denn, zählt das? Genau. Das zählte auch so an der Wand. So haben wir das trotzdem hingelegt. So. Gut. Dann haben wir noch ein Rätsel mehr gelöst. Wen geht's jetzt hier? Okay. Ich denke mal, mit dem kommen wir rüber. Ach du Scheiße. Wie bitte? Hä? So ungefähr? Muss alle Punkte verbinden oder wie? Wie soll ich das jetzt verstehen, bitteschön? Alle Farben trennen? Hä? Warte, wie bitte? Ich versuche mal das hier auch so auszuschließen. Trink nur den. Müsst ihr alle miteinander trennen? Wie geht mir das denn bitte schön hin? Ich brauche ein Dreieck und muss das Ganze trennen voneinander. Das heißt, ich muss das irgendwie sowas machen, oder was? Wie kann ich denn die trennen voneinander, ohne dass die sich verbinden? Also anscheinend müssen wir die Punkte voneinander abtrennen. Anscheinend. Nur wenn wir das machen. Okay, das geht auch nicht so. Aber wenn ich das so hier hinmale. Wie soll ich denn das jetzt verstehen, bitteschön? Wie soll das funktionieren? Ich kann auch hier anfangen, aber irgendwie. Also ich habe das Gefühl. Warte mal, wir haben hier. Okay, so. Wir haben hier drei Flächen. Die rote, die kaputt ist. Ah, Moment jetzt mal. Die schwarze, das sind wir jetzt. Ich würde sagen, wir müssen zu blauen. Das war schon mal richtig, ne? Mach ich das jetzt dann so, jetzt? Hab ich die nicht mehr dran vorbeigekriegt.
Ich denke, sowas ist schon das Ding. Und jetzt müsste ich hier. Keine Ahnung, es geht doch nicht. Wieso war ich nicht reagiert? Weiß ich nicht. Die war ist doch getrennt von den anderen. Also sicher ist, dass die Punkte hier sind. Komme ich denn sonst irgendwie dahin? Ich mal kurz schauen. Das ist der Weg, der zum Schiff ging. Ich mir doch mal ein bisschen doch mal ein Schiff. Der ging nur zum Schiff, oder? Oder kam er da weiter? Ah, okay. Hier wäre, wie gesagt, eigentlich die Plattform zum Hin- und Herfahren. Also da kommen ja wenigstens hier auch so rüber. Hier schwimmt was unter Wasser. Komisch. Okay, würde ich sagen, dann schauen wir diese letzte uns mal an. Okay, wir müssen wieder. Kurz schauen, ob das hier reagiert. Ja, du, das musste was reagieren, ne? Nee, es geht nicht. Was, so geht es nicht. Moment mal. Wo kann es sein, dass das so funktioniert? Und dann. Ich habe gedacht, jetzt 4. Dann dieses hier. Ah, nee, so geht's gar nicht. Wartet mal. Wenn wir das jetzt so rum machen. Hier. Das hier. Und dann das lange nach unten, da geht's nicht. Das viereckige. Das lange nach unten geht auch nicht. Gut, ich kann das natürlich drehen, ne? Schräg bedeutet, dass man es drehen kann. Okay, dann macht jetzt das Dreieck hier. Dann das lange hier. Da geht's nicht mehr. Oder so. Okay, und jetzt. Jetzt haben wir es nicht drin. Wollte gerade sagen, jetzt fehlt uns das auch. Müssen wir irgendwie verbinden noch. Also wartet mal. Wenn wir so hätten wir. Dann haben wir das wieder nicht drin. Ah, das muss auch drin sein. Ah, warte mal. Dann machen wir es so. Wie können wir das hier rein? Und dann haben wir das wieder nicht drin. Alles ist einfach E4. Geht auch nicht, warte mal. 4. Wie wäre es, wenn wir die 4 hier drüben machen? Hier, das hier. Diese Balken hier. 4. Da brauchen wir das rein. Ah, Mann. Und so hätten wir die 3. Dann die 4. Warte mal. Die 3. Die 4. Und so. Ja, jetzt haben wir es. Genau. Also, ich kann kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe hier das hier habe ich hier eingebaut. Das hier. Hier. Und das hier. Und hier oben durch. Schräg, was? Ach du Scheiße, und jetzt kommen die. Was? Ich hoffe, es sind auch zwei Felder irgendwie. Aber gut, das sieht nur so schräg. Nee, sieht ganz komisch aus. Wobei, ja, ich habe das Gefühl, das wird eine Knacknuss hier jetzt gerade. Also, schauen wir mal.
Machen wir hier mal diesen vier. So. Dann die. Vielleicht ist das. Darf das ich für schräg sein, ne? So. Warte mal. Jetzt haben wir das Eckige abgedeckt. Okay. Und wenn ich jetzt überlege, so hätten wir, oder? So hätten wir dieses andere abgedeckt. So. Und jetzt muss ich das Dreieck hier so hinlegen. Nämlich so. Puh, echt, das geht echt so. Also. Erklärung. Das hier habe ich hier eingebaut. Und diese zwei hier und hier. Und das hier habe ich dann hier eingebaut. Puh, echt tricky, aber es funktioniert. Ja, nicht, wir sind schon Ende der Folge. Wenn ihr sehen möchtet, wie es hier weitergeht, schalten einfach wieder ins nächste Mal ein. Zu der Weitness. Hören wir jetzt schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.